Ja, und wie es jetzt mittlerweile Tradition ist, möchte ich gerne einen Montagsgruß vorlesen. Mittlerweile haben wir ja über 100 Mahnwachen in ganz Deutschland, die jeden Montag ab 18 Uhr bundesweit auf der Straße stehen. Nicht nur hier in Deutschland, wie gesagt, Kanada ist mittlerweile dabei mit Vancouver, Amerika ist mittlerweile dabei in New York und es breitet sich halt so immer mehr aus, Österreich, Schweiz. Und wir schicken uns immer einen Gruß an alle Mahnwachen und diesmal kommt der Gruß von der Nordwest-Mahnwache. Die Nordwest-Mahnwache ist eine Organisation, was heißt Organisation, da haben sich mehrere Mahnwachen aus dem Norden zusammengetan und die haben uns den Gruß dieses Mal geschickt und den möchte ich gerne mal vorlesen. All ihr Wächter des Friedens, wir grüßen euch. Als Zeichen der zunehmenden Verbindung zwischen den Menschen der Mahnwachen haben sich die Nordwest-Mahnwachenstädte Bremen, Oldenburg, Osnabrück, Wilhelmshaven, Leer und Bremerhaven entschlossen, diesen Gruß gemeinsam zu verfassen und der Gemeinschaft der Mahnwachen zu übermitteln. Heute richten wir den Blick auf unsere Zukunft, wie sie uns als freien, friedlichen und liebenden Menschen zusteht. Wir laden euch jetzt zu einer Reise ein, die wir bei unserem gemeinsamen Treffen gestern begonnen haben. Wir starten dazu mit dem Blick auf unseren wunderschönen blauen Planeten und tauchen ein in die unendliche Weite des Ozeans. Schaut euch diese Vielfalt an. Riesige, majestätische Wale, gewaltige Fischschwärme, glänzend und wirbelnd. Riffe so bunt, die wie die Farben des Regenbogens. Fülle, soweit das Auge reicht. Jetzt tauchen wir langsam auf, lassen das kristallklare, türkise Element hinter uns und bewegen uns an Land. Unseren sauberen, weißen Strand hinein in ausgedehnte, grüne Wälder, hochaufragende, alte Bäume, üppiges Grün und weite Auen. Hinweg über weiße Bergspitzen, tiefe Schluchten und Gletscher. Eine unglaubliche Vielfalt der Arten, die diese Landschaften belebt und erst lebendig macht. Langsam erscheint am Horizont die Umrisse von Städte, Dörfer, Behausungen. Und sie sehen anders aus, anders als das, was wir heute kennen. Hochmodern und gleichzeitig wie in die Natur eingebettet. Harmonisch eingefasst in alles, was Natur ausmacht und gesunden Materialien. Wiesen und Äcker voller Vielfalt, unterschiedliche Pflanzen zwischen den Behausungen, Wasserretournierungsflächen und Bäche, soweit das Auge reicht. Die Menschen leben zusammen, arbeiten Hand in Hand, verwirklichen ihre Projekte in Einklang mit der Umgebung, der Natur und den anderen Menschen. Sie verwenden alle ihre Schaffenskraft, um sich selbst zu verwirklichen, anderen zu helfen und in Kooperation ein reiches Leben voller Kultur und Kunst zu schaffen. Aufgrund dieser umfassenden Bildung in allen Bereichen der Wissenschaft sind sie Universalgelehrte. Jede ihrer Fähigkeiten wird erkannt und nach Wunsch gefördert. Ihre Fortbewegungsmittel sind in der Lage, gigantische Distanzen in kürzester Zeit zu überwinden. Sie bewegen sich fast lautlos über Land, Wasser und Luft, ganz ohne die Umwelt zu verschmutzen. Die Menschen leben friedlich miteinander. Das Geld, das als Ersatzmittel für fehlende Vernetzung und Beziehungen eingesetzt wurde, haben sie seit Jahrtausenden abgeschafft. Dafür wurden Netzwerke, Kooperative und Beziehungen miteinander aufgebaut, die auf effektivstem Niveau die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Auch das Zurückhalten von Ressourcen zur Wertsicherung kann sich niemand mehr vorstellen, da es bedeuten würde, Rohstoffe, die dringend benötigt werden, dem Nutzen zu entziehen. Für Rohstoffe, die trotzdem knapp waren und sind, haben sie Alternativen entwickelt, die in ihrer Eigenschaft ähnlich sind. Das Gold, das früher in den Tresoren der Weltbanken gelagert war, wird in der Technik verwendet oder in der Medizin
in kolonialer Form genutzt. Die Menschen treiben keinen Handel mehr. Sie erzeugen individuell, bedarfsgerecht, ohne Knappheit oder Überfluss. Niemand führt Tätigkeiten aus, die nur zum Geldverdienen dienen, sondern sie erschaffen, was benötigt wird. Tätigkeiten, die ungesund oder schwer waren, wurden durch automatisierte Verfahren ersetzt, soweit es möglich war. Die Produkte werden so erzeugt, dass sie nicht nur möglichst lange halten, sondern auch gleichzeitig modernisiert und repariert werden können. Diese Menschen haben nur noch das Ziel, sich selbst zu verbessern, andere zu fördern, und sie haben sich zur Maxime gesetzt, dabei niemandem zu schaden. Sie setzen Grenzen nur dort, wo die Umwelt oder andere Lebewesen geschädigt würden. Diese Welt, die unserer gemeinsamen Vorstellung entstanden ist, ist eine von vielen Möglichkeiten, die wir alle zusammen erschaffen können. Wir sind heute schon alle Ressourcen und Potenziale vorhanden. Es liegt jetzt an uns und jedem Einzelnen, aktiv zu werden und das zu tun, was in unseren Kräften liegt. Es fängt mit den Gedanken an und endet mit der Umsetzung. Alle Menschen sagen, das geht nicht. Und dann kam einer daher, der hatte davon nichts gehört und er tat es einfach. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Mit diesen Gedanken wollen wir euch in die neue Woche schicken und geben hiermit den Staffelstab an die nächste Stadt, Jena. Das war der Gruß der Nordwestbahnwache.